Dieser Psalm gibt auf jeden Fall viel, viel Raum für lauten, gesungenen, begeisterten und überschwänglichen Lobpreis. Kommt, lasst uns dem Herrn zujubeln, lasst uns zujauchzen dem Fels unseres Heils. Lasst uns vor sein Angesicht treten mit Dank, lasst uns mit Psalmen ihm zujauchzen. So kommen wir in seine Tore mit Dank und in seine Vorhöfe mit Lobpreis. Das ist der Zugang. Meines Erachtens gibt es keinen Zugang ohne Lobpreis, da es in Jesaja 60, 18 heißt, deine Mauern wirst du Rettung nennen und deine Tore Lobpreis. In anderen Worten, wenn du in die Rettung eintreten willst, musst du durch das Tor gehen und jedes Tor ist Lobpreis. Es gibt keinen anderen Weg. Ohne Lobpreis hast du keinen Zugang zu Gott. In den nächsten Versen, Vers 3 bis 5, lesen wir, warum wir Gott preisen sollten. Ich weise euch darauf hin, dass es hier heißt, denn ein großer Gott ist der Herr. Erinnert euch, groß ist der Herr und wie zu loben? Hoch zu loben. Ein großer König über alle Götter. In seiner Hand sind die Tiefen der Erde und die Höhen der Berge sind auch sein. Sein ist das Meer, er hat es ja gemacht und das Trockene, seine Hände haben es gebildet. Das gesamte geschaffene Universum spricht von der Weisheit und der Größe des Schöpfers. Das sollte uns dazu veranlassen, Dank zu sagen und Gott zu preisen. Doch wenn wir diese Schritte der Danksagung und des Lobpreises gegangen sind, sind wir noch nicht am Ziel. Und nun ändert sich auch die Stimmung des Psalms und wir kommen zum Kernpunkt, Vers 6 und 7. Kommt, lasst uns anbeten und uns neigen. Lasst uns niederknien vor dem Herrn, der uns gemacht hat. An dieser Stelle ist es nicht mehr angebracht, laut zu sein. Diese Worte weisen meines Erachtens darauf hin, dass nun eine ruhige Stimmung herrscht. Das wäre also die Anbetung. Vers 7 nennt uns nun zwei Gründe, warum wir den Herrn anbeten sollten. Denn er ist unser Gott und wir sind das Volk seiner Weide und die Herde seiner Hand. Zunächst beten wir Gott an, weil er Gott ist und weil er unser Gott ist. Anbetung ist etwas, das im ganzen Universum einzig und allein Gott rechtmäßig zusteht. Männer und Frauen können wir loben und hervorheben, aber wir dürfen sie niemals anbeten. Anbetung ist die konkrete, unverwechselbare Bezugnahme auf Gott als Gott. Ich bin davon überzeugt, dass das, was wir anbeten, sich unserer gleichsam bemächtigt. Je mehr wir es anbeten, desto mehr werden wir sein Abbild. Aus diesem Grund ist es so ungemein wichtig, niemals das Falsche anzubeten. Denn alles, was du anbetest, gewinnt Macht über dich. Ich hatte schon mit Leuten zu tun, die früher Satanisten waren und Satan bewusst angebetet hatten. Gott sei Dank durfte ich erleben, wie sie befreit wurden, aber das war vielleicht ein Kampf. Vor vielen Jahren hatte ich es mit einer jungen Frau zu tun, die eine Art Satanspriesterin gewesen war. Es waren 6 starke Männer nötig, um sie festzuhalten, als sich diese satanische Macht in ihr manifestierte. Wir kamen vorwärts mit ihr, als jemandem plötzlich auffiel, dass sie noch einen Ring am Finger hatte, der über böse Kräfte verfügte. Und sie erzählte uns, dieser Ring sei das Zeichen ihrer Ehe mit Satan gewesen. Wir wollten ihr den Ring abnehmen. Doch der Dämon war so clever, dass er sie dazu brachte, den Ring zu verschlucken. Aber es war ein junger Mann dabei, der den Glauben hatte. Er gebot ihr und sie würgte den Ring wieder herauf. Wir warfen ihn in den See, doch sie wurde erst dann endgültig frei, nachdem sie alle Kleider verbrannt hatte, die sie jemals bei der Anbetung Satans getragen hatte. Es war ein absoluter Bruch mit allem erforderlich, was mit der falschen Form der Anbetung in Beziehung stand. Was du anbetest, ist dein Gott. Indem du es anbetest, wird es zu deinem Gott. Wenn wir Gott nicht anbeten, inwieweit ist er dann unser Gott?
Zurück zu unserem Psalm. Wir sind das Volk seiner Weide und die Herde seiner Hand. Das ist der zweite Grund, warum wir Gott anbeten sollen. Anbetung ist meiner Meinung nach die angemessene Reaktion auf die Fürsorge Gottes. Mit Anbetung erkennen wir ihn als unseren Gott an und reagieren darauf, dass er sich um uns kümmert. Es ist meiner Meinung nach sehr wichtig, dass der Psalm hier nicht aufhört. Er endet mit einer feierlichen Warnung, wie ich es nennen möchte. Der letzte Abschnitt lautet nämlich: Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet euer Herz nicht wie zu Meriba. Dann schildert Gott, was diese Generation damals getan hatte. 40 Jahre empfand ich Ekel vor diesem Geschlecht und ich sprach: Ein Volk irrenden Herzens sind sie und sie haben meine Wege nicht erkannt. Darum schwur ich in meinem Zorn, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Hier werden wir mit zwei Alternativen konfrontiert. Die erste ist die richtige. In der Anbetung hören wir die Stimme Gottes. Indem wir Gottes Stimme hören und ihr gehorchen, gehen wir in die Ruhe ein. Das ist eins der Themen, denen ich kaum ausweichen kann. Und Ruth wird schmunzeln, denn gleichgültig, worüber ich predige, ich komme immer darauf zu sprechen, wie wichtig es ist, Gottes Stimme zu hören. In Jeremia 7,23 sagt Gott zu seinem Volk: Sondern dieses Wort habe ich ihnen geboten, hört auf meine Stimme, dann werde ich euer Gott sein. Soweit ich weiß, wird nirgendwo einfacher formuliert, was Gott fordert. Gehorcht meine Stimme und ich werde euer Gott sein. In 5. Mose 28 werden alle Segnungen aufgeführt, die auf Gehorsam stehen, und alle Flüche, die auf Ungehorsam stehen. Die Segnungen beginnen mit den Worten: Und alle diese Segnungen werden über dich kommen und werden dich erreichen, wenn du der Stimme des Herrn deines Gottes gehorchst. Die Flüche beginnen mit den Worten: Es wird aber geschehen, wenn du der Stimme des Herrn deines Gottes nicht gehorchst, dann werden all diese Flüche über dich kommen. Auf die Stimme des Herrn hören oder nicht hören, das ist die Trennlinie. Anbetung bringt uns meines Erachtens an den Punkt, an dem wir Gottes Stimme hören können. Ich möchte euch nicht schockieren, aber es reicht nicht aus, in der Bibel zu lesen. Du sagst, das sei Altes Testament. Ich möchte dir kurz Johannes 10,28 vorlesen. Meine Schafe, was? Lesen die Bibel? Meine Schafe hören meine Stimme, und meine Stimme hörend folgen sie mir. Du kannst Jesus nicht folgen, wenn du seine Stimme nicht hörst. Es ist gut, in der Bibel zu lesen. Ich persönlich lese täglich mehrmals darin. Aber du kannst die Bibel lesen, ohne die Stimme des Herrn zu hören. Ich glaube, Anbetung ist der vorgezeichnete Weg, wie wir zu einer inneren Haltung und Beziehung kommen, die uns in die Lage versetzt, Gottes Stimme wirklich zu hören. Wenn wir Gottes Stimme hören, gehen wir in die Ruhe ein. An diesem Punkt versagte Israel. Sie schlugen den falschen Weg ein. Ich zeige euch, was sie taten. Sie beteten nicht an. Sie hörten Gottes Stimme nicht. Ihre Herzen wurden verhärtet. Sie provozierten den Zorn Gottes und sie gingen nicht in die Ruhe ein. Ich wiederhole diese Aufzählung. Diese Passage macht deutlich, dass Israel an diesem Punkt versagte. Sie beteten nicht an, sie hörten Gottes Stimme nicht, ihre Herzen wurden verhärtet, sie provozierten den Zorn Gottes und sie gingen nicht in ihre Ruhe ein. Da Anbetung, meiner Meinung nach, der Weg in die Ruhe ist, lautet der Titel dieser Predigt auch: Anbeten und Ruhe finden. Nur wer wirklich anbeten kann, kann auch die Ruhe genießen. Und Ruhe ist, wie gesagt, heutzutage wirklich eine Seltenheit. Die Menschen heutzutage sind viel zu ruhelos und nervös. Ich möchte kurz Hebräer 4,9 lesen. Also bleibt noch eine Sabbatruhe dem Volk Gottes übrig. Das ist eine sehr gute Übersetzung. Die King James Bibel sagt Ruhe, doch das griechische Wort lautet Sabbatismos, was direkt mit dem Wort Sabbat im Zusammenhang steht. Also bleibt noch eine Sabbatruhe dem Volk Gottes übrig, denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ist auch zur Ruhe gelangt von seinen Werken, wie Gott von seinen eigenen. Lasst uns nun eifrig sein, in jene Ruhe einzugehen, damit nicht jemand nach demselben Beispiel des Ungehorsams falle. Auch die Bibel macht deutlich, dass die Israeliten nicht in die Ruhe eingingen, weil sie ungehorsam waren.
Ich möchte nun ein wenig über die Sabbatruhe sprechen und eins gleich vorab. Ich rede nicht der Gesetzlichkeit nach dem Mund. Ohne näher darauf einzugehen, glaube ich nicht, dass Christen unter dem Gesetz des Mose stehen. Römer 10,4: Denn Christus ist des Gesetzes Ende, jedem Glaubenden zur Gerechtigkeit. Der Tod Christi beendete das Gesetz als Mittel zur Rechtfertigung. Nicht in jederlei Hinsicht, sondern nur als Mittel zur Rechtfertigung. Wir werden nicht gerecht, indem wir das Gesetz des Mose halten. Und das wird auch nicht von uns erwartet. Ich persönlich glaube nicht, dass Christen den Sabbat halten müssen, so wie es die Juden mussten. Und ich sage euch noch etwas. Ich konnte nie glauben, dass der Sonntag der Sabbat sein soll. Der Sonntag ist der erste Tag der Woche, der Sabbat der siebte. Ich konnte das einfach nie glauben. Eins meiner Probleme ist, dass ich mit Logik zu tun hatte, bevor ich Prediger wurde. Und das lässt mich einfach nicht mehr los. Eins und sieben ist nicht dasselbe. Wenn wir noch dazu den Sabbat halten sollten und der Sabbat der Sonntag wäre, würden wir alle gegen den Sabbat verstoßen. Denn am Sabbat darf man kein Feuer anzünden, kein Licht einschalten, den Herd nicht einschalten und nur eine minimale Distanz reisen. Die meisten von euch könnten am Sonntag überhaupt nicht in die Gemeinde kommen. Auch darf man nichts Schweres tragen. Du dürftest deine schwere Thompson-Studienbibel nicht mitnehmen. Und deshalb sage ich, entweder wir machen es ganz oder gar nicht. Die Briten hatten immer eine sehr strenge und reichlich katastrophale Einstellung zur Sonntagsruhe. Einmal hieß es sogar, meine erste Frau Lydia sei vom Glauben abgefallen, weil sie am Sonntag strickte. In Neufundland, dem östlichsten Teil Kanadas, haben sich gute Christen noch vor 5 oder 10 Jahren am Sonntag nicht rasiert. Das stimmt wirklich. Gute Pfingstler haben sich am Sonntag nicht rasiert. Wenn man am Sonntagabend jemanden umarmte, fühlte der sich an wie ein Reibeisen. Ich habe das persönlich beobachtet und erlebt. In Großbritannien durften Kinder am Sonntag nicht Ball spielen. Es gab auch keine Zeitungen. Da will ich jedoch nicht näher drauf eingehen. Es ist doch so, entweder du hältst dich ganz daran oder gar nicht, aber mach dir keine eigenen Regeln. Die meisten dieser Regeln sind meines Erachtens menschliche Regeln, die nur sehr wenig mit der Bibel zu tun haben. Die Schrift sagt jedoch, also bleibt noch eine Sabbatruhe dem Volk Gottes übrig. Ich habe euch deutlich gemacht, dass ich nicht davon spreche, den Sabbat zu halten oder den Sonntag zum Sabbat zu machen oder dergleichen. Dennoch gibt es etwas, das wir verpassen, wenn wir nicht Acht geben.